Los. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Crash Team Racing. Richtig, CTR. Ja, wir fahren ja nochmal den Tiger-Tempel, verlorene Ruinengebiet. Ja, das klingt auch sehr richtig übersetzt. Lost Ruins, vermutlich. Nio. Hast du den Start verkackt, ist dein Spiel verbuggt. Hey, deine Rakete ist nicht so ein Mist zusammengeflogen. Oh Mann, die Strecke ist richtig bescheiden. Das ist ja die reinste Hoppelbahn hier. Hobelbahn! Bumm! Halt, er springt mal. Da guckt er nach. Nein! Okay. So ein Mist. Also wir fahren diese Runde noch einmal. Noch einmal. Nein! Ich hätte auf dem Speed-Dings fahren wollen. Das war so klar. So klar, oder? So klar. Bumm. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Mein Gott. Wow, die haben gerade synchrone TNT-Tist. Aha. Eine TNT-Kiste fallen lassen. Da. Oh. Da fährt er nicht besser als ich. Okay. Gut. Schlecht. Krotenschlecht. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ein bisschen. Warum auch nicht? Verarschen. Ja, wenigstens ist es die 2 von 3. Willst du Stress, oder? Kann man den nicht wegkippen. Hui, was war das denn? Mist! Ich glaube, unser Tagesziel haben wir eventuell gerade gerettet. Das Tagesziel? Das Projekt heute schon durchzuzocken. So. Ist gar nicht so abwegig, habe ich so das Gefühl. Möglich. So, wir sind Feuer unter meinen Namen. Was macht eigentlich mein Paket? Was für ein Paket? Das von den Adapter. Mein Paket. Das Paket. Die Paket. Aha! Scheiße! Was ist los? Ich hab vorhin noch aus Versehen einen Knopf gedrückt. Und der hat eine Livestream-Ankündigung gepostet auf Twitter. Und das hat jemand geliked. Ja gut, aber es lief ja kein Livestream auf Twitch. Jetzt musst du... Hä? Den Twitch oder Twitter? Eine Ankündigung auf Twitter wurde gepostet für den über Livestream. Über einen Twitch-Livestream. Genau, und ich lösche das jetzt, weil es gab keinen Twitch-Livestream. Aber es hat jemand... Ja, ist doch schön, ist doch schön. Das heißt, du musst jetzt noch einen zweiten Stream starten. Nein, das... Ist ausgeschlossen. Ja. Eingeschlossen wäre mir lieber, what? Wurde abgeschlossen. Glückwunsch! Danke! Du bekommst eine Trophäe! Was wollte ich? Trophäe! Wuhu! Irgendwas! Je mehr Wumperfrüchte du hast, desto schneller fährt dein Kart! Ah! Wenn du 10 Wumperfrüchte halten kannst, bist du aufgeladen und dein Power-Up wird stärker! Uns Power-Up! Wir haben beide recht gehabt, Alter! Alles gut! Reifen Team Trans! Paket, gib mir deine Nummer! Die Sendungsnummer. Hallo. Servus. Okay. Sehr gut. Wir kommen da nicht durch. DHL Privatkundenluftpiste. Klingt richtig. Ja, klingt richtig, sieht falsch aus. Wobei. Okay. Ich kann jetzt ja vorgeben, dass ich sage.
wollte nur speichern. Achso, du hast dich verfahren, das wolltest du mir sagen. Genau. Ja, guck mal, wir haben schon 11%. Okay. Ja, das geht heute fix. Die Sendung wurde am Dienstag erfolgreich zugestellt. Nee, falsche Nummer. Das passt nie. Wurde am Dienstag 1999 zugestellt. Ja, okay. Super. Keine Versendung. Okay. Na toll. Wunderbar. Da haben sie mal wieder ein Paket entgegengenommen. Es hat sich bloß niemand darum gekümmert, dass man den Barcode abscannt, dass sie informiert werden, wo es liegt oder so. Ja, deswegen fahren wir jetzt in den Coco-Park. Ja, gut. Und ja, holen uns eine Kokos. Einmal winken mit der. Dafür habe ich einen Adapter bestellt. Er begrüßt seine Zuschauer mit einer Kinect. An den Stab. Ich meine, das Ergebnis kannst du dir dann irgendwann mal angucken. Was irgendwann. Dann, wenn ich. Wenn der Adapter gekommen ist. Der kommt morgen. Also, ja. Stand doch gar nichts dran. Wann noch morgen kommt, bis 20 steht. Uhr auf jeden Fall, aber okay. Mehr habe ich nicht an Info. Ach so. Die sagen mir nicht, wo zwischendrin das Ding hängt. Ja, ist auch egal, solange du weißt, wann es spätestens da ist. Ja, aber ich weiß nicht, welches Versandunternehmen es ist. Hermes wahrscheinlich. Nee, irgendein nettes Versandunternehmen. Achso, nee, das da ist der. Nee, es gibt ein Versandunternehmen, ich weiß nicht mehr welches das ist, die zeigen dir direkt an, wo dein Paket liegt. Die zeigen dir auch an, wenn der also, Wagen, ist das wo nicht, der Wagen in der Straße ich, ist. Ich glaube, das ist DPD. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr. Also mir persönlich ist Ups am liebsten, aber die haben so nicht ganz so geiles Tracking. Ich finde DHL ganz gut. Von den Mitarbeitern, Tracking, von der Bestelldauer, also Lieferdauer besser gesagt. Ja, weiß nicht, also ich glaube, ich habe wenig. UPS wird ja relativ selten benutzt. Weiß nicht, geht so. Also wenn ich was verschicke, dann nehme ich nicht was. Die schienen mir meistens am fähigsten, dein Produkt am Stück abzuliefern. Okay. Ist so wie manch anderer Versandservice. Zum Beispiel. Beispiel, womit hatten wir schon mal verknautschte Pakete? Das dürfte Hermes sein. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich weiß nicht, Hermes finde ich nicht so polar. Ja, wenn es am Stück ankommt, ist mir das egal, aber hin und wieder hast du halt Pakete, die sehen aus, als hättest du sie, weiß ich nicht, aus dem Flugzeug abgeworfen, ohne Falsche. Ja. Hört sich ja fast wie meine Lache an. Das ist ja Wahnsinn. Ja du, Magnus, was hältst du eigentlich von einem Picknick? Hast du Lust? What? Ja, guck mal. Wir können ja mal stehen bleiben und die schöne Landschaft genießen. Mhm. Ja, guck mal, ich habe ja hier schon die ganze Strecke quasi schon einmal überholt. Unsere Gegnosse. Das wird nicht besser. Nee, stammt ja auch von Chris ursprünglich. Der sagt immer Wörter und Gegnerse und so Zeug. Okay. Ja gut, bleiben wir jetzt erstmal noch eine halbe Stunde vor der Ziellinie stehen, bis die anderen kommen. Okay, gut, ich kannte mal jemanden, der hat. Das hat er ja mal gesagt. Zu der Mehrzahl von Kabeln Käbel. Käbel? Ja. Das fand ich bescheuert, aber ja. Was habe ich jetzt gerade nochmal gesagt, bevor du das gesagt hast mit den Käbel? Gegner so. Und Chris. Nein. Sehe ich da eBay Kleinanzeigen? Dazwischen. Du sahst eBay Kleinanzeigen. Habe ich aber richtig geraten. Ja, ja, das hat gepasst. Wir warten auf die auf das Ende der Ladesequenz. Ja. Ich muss nur ein Auge auf meinen Speicherplatz halten, weil die Platte ist ja voll, wie immer. Ja. So gut wie. Noch voller als sonst. Nee, ich versuche jetzt tatsächlich die Parts gleich zu benennen, wenn mir irgendwas cool vorkommt.
dass ich da dann quasi eine Überschrift habe, damit ich mir die Videos nicht nochmal angucken muss und durchskippen muss und sagen... Kurven oder für schnelle Richtungswechsel. Ach, du notierst hier. Mach einen Bremsenslide, genau. Indem du Bremsen gedrückt hältst und scharf lenkst. Coco. Willst du Coco auf deiner Mutter? Ich finde komische Furry-Tiere nicht unbedingt so attraktiv, aber kannst du machen. Oder lassen. Ich lasse. Klappt. Hat überlegt, so, was fährt der da? Hä? Warum fährt der nicht rein? Ich war gerade überlegen. So ein verwirrter Mensch. Na gut. Nee, konzentrierter Mensch. Auch okay. Siehst du über den LED-Streifen, der da nur liegt und nicht angebracht ist? Ja. Ja. Und auch nicht leuchtet? Ja, dazu müsste ich da oben einen Stecker... Was keinen Sinn macht, weil es eh nicht zur Geltung kommen würde. Weder im Video noch für uns. Nee, im Video nicht und hier... Ja, auch nicht. Ist ja nicht groß angebracht vor allem. Das ist ja nur das Stückchen. Die anderen 3 Meter sind ja noch auf der Rolle. Ah, ja. Genau, auf jeden Fall versuche ich die Parts schon währenddessen zu benennen, wenn ich merke, oh ja, das ist eine coole Sequenz, so könnte man den Part nennen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeitersparnis. Mal gucken, ob sich das auf Dauer bewährt. Papus-Pyramide. Verlorene Ruinengebiet. Der Papus. Was auch immer ein Papus da steht. Okay. Keine Ahnung, cooler Name, ein cooler Dude. Njo. Aus dem Weg. Hier sehen Sie Skills. Ein verkackender Marco. Ein verkackender Marco. Ach, an die Strecke erinnere ich mich noch. Die ist ziemlich... Ja, du siehst, was sie ist. Kurvig. So wie meine runde Lampe. Okay. Und vor allem, ja, wenn man da nicht aufpasst, fällt man da leicht runter. Und man wird gegebenenfalls gefressen. Das ist bitter, wenn vor der Kurve so ein Trank ist und du da reinfährst. Das ist heavy. Das ist gut. Ich glaube, da kann man. So, doch. Nein, bin ich ein. Nein, du bist verrückter ein. Verrückter Dr. Neocortex. Wie kommt man darauf? Aber da ist eine Kiste, da musst du rauf. Dann ist das ein anderer Teil der Strecke, wo nochmal drüber fährt. Ja, genau, stimmt. Siehst du doch in der Grafisch. Grafisch. In der Grafisch. So. Ach so. Ja. Nein, ja. Ich glaube nicht. Doch, da unten drunter bist du durchgefahren. Deswegen bist du ja gerade auch in den Müll gefahren, quasi. In den Müll? Ja, ins Nichts. Du bist von der Strecke gefahren, weil du da hinfahren wolltest, wo du nicht hin solltest. Ach so. Ja. Macht Sinn. Was war das denn, du? Tja, dir ein Item gelootet. Wieso? Ich will die Strecke nicht nochmal fahren, bitte. Ja, ich hab neulich ein bisschen Borderlands gespielt. Ja. Dingens, Chris, sucht jemand für Borderlands 3. Ja, mal gucken. Ich weiß ja nicht, wann es da rauskommt. September. Ja, kann man schon überlegen. Wir haben es geschafft. Ach, wiederholen wäre nicht gut gewesen. Das ist Wahnsinn. Achso. Jetzt haben wir bestimmt schon 20%. Wir kriegen mal was gebacken. Auch wenn es nur auf easy ist. Ich meine, unser anderes Zeug war auch auf easy, was wir alles gemacht haben.
Ich meine, das meiste davon hatte gar keine Schwierigkeitsstufen. Das kann sein. Was haben wir überhaupt gemacht? Mario Odyssey, Pokémon und jetzt Crash Team, oder? Ja, also würde ich sagen, beides hat keine Schwierigkeitsstufen. Stimmt. Keine Ahnung. Da hast also du recht. Ach, hier funktioniert mal wieder nichts. So wie immer. Ey, da ist meine Katze abgebildet. Bin ein bisschen älter und größer. Glückwunsch! Danke! Du bekommst eine Trophäe! Was bringt mir eine Trophäe? Beim Springen ist ein Luftzeitturbo möglich. Je länger du oben bist, desto größer der Turbo bei der Landung. Für einen größeren Boost durch mehr Luftzeit springe mit Hüpfen von Rampen ab. Ah. Und bis kurz vor Steam Sale Ende noch was gekauft oder nicht? Nee. Nee, wie schon gesagt, ich hatte noch ein paar Sachen im Warenkorb, aber habe mich dann für Spyro entschieden zum Vollpreis, was erst kommt im August. Ja, okay. So. Hat ja ein bisschen mehr zugeschlagen gehabt. Ja, hast du dir dein Dings noch geholt? Deine Vervollständigung von Sniper? Nee, das hatte ich nicht mehr. Nee, ich hatte so schon, glaube ich, 50 Euro oder so im Steam Sale liegen gelassen. Das hat dann auch gereicht. Oder? Oder 40 oder sowas. Ah, doch, eher 50. Ja. Final Fantasy 10. Happy Room, Tower 57, Final Fantasy 15, Left 4 Dead, Golfit und Borderlands. Ja. Hat sich schon rentiert. Ja gut, wenn man es nutzt, gar keine Frage, dann lohnt sich das schon. Ich brauche hier für die Kiste echt mal neue Festplatten. Das ist echt schön. Ich weiß. Ja, und zumindest mal, weiß ich nicht, irgendwie eine 1 TB in Punkt 2 oder so als Hauptplatte. Und dann irgendwie nochmal 3 TB Sekundärplatte. Dingo Canyon. Was kosten denn zurzeit 3 TB? Das ist eine sehr gute Frage. Boah, das haben wir schon öfters nachgeguckt. Nicht nochmal für 200 Euro das letzte Mal. Ich hab keine Ahnung, wann das nicht 6 TB? Das war ja nicht. Wir reden doch jetzt gerade von einer HDD. Genau. Sonst haben wir immer geguckt nach einer 2 TB SSD. Okay. Weil die 2 TB SSD wollte ich für meinen Laptop. Also. Ah ja. Also 3 TB intern kosten 80 Euro. Das geht. Aus dem Weg! 6 TB WD Blue kosten. 6 TB WD Blue 170. 4 TB Honey, 1 TB 40. Okay. Ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen mehr Speicherplatz. Ja, das ist eine gute Investition. Investition. Ja, okay. In Punkt 2, 1 TB. Was kostet mir das Geld? Von Samsung! Samsung! 20 Euro. 200, nicht 20. Das wäre ein Mega-Schnäppchen. 200. Oh oh, letzte Runde. Platz 1, alle dicht auf den Fersen. Na gut. Nitro. Ganz viel Nitro. Ha! Da wäre was getrickst worden. Jo. Hm. Ah, okay, jetzt haben wir ein bisschen Abstand gewonnen. Okay. Ja, muss ich mal gucken, dass die Kiste wieder ein bisschen nutzbarer wird. Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und, ne, und nicht allzu teuer. Ja, da haben wir genug. Okay. Schon mal Gut. Ja, dann sind wir wieder am Ende einer Folge. Warten wir noch die Siegerehrung ab und dann sind wir wieder bei Part 4 im nächsten Part. Genau. Und wir haben bestimmt dann schon 20%.
Ja, gut möglich. Wahnsinn. Ich werde dann mal um 18, 10, 20 oder so unser Essen in Auftrag geben. Ich glaube, die wird so freundlich sein, das zuzubereiten. Dann passt das. Genau. Schmeißet weg, was auch immer es war. Irgendetwas. Au. Nee, hier wegen Grafikkarte muss ich mal gucken. Also ich denke, wenn ich nächstes Jahr mit Upgraden anfange, dann wird es die Grafikkarte. Aber ich werde die alte trotzdem drin behalten. So ist nicht. Okay. Naja, müssen wir mal nächstes Jahr gucken, wo die 2080 Ti Papu liegt. Müde von langsamem Rennen zwischen winzigen Ich meine, mittlerweile liegt sie überall. Papu will mitfahren und 900 bis 1000 machen. Oder so. Papu ist weltbester Fahrer. Papu fahren so schnell. Der klatscht sein Sohn da die ganze Zeit weg. Er hat seine Untertanen umgenietet. Sehr schön. Team Trance. Ja, das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut.